Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur vierten Folge von Minecraft Schnell und Einfach. Heute werde ich euch zeigen, wie man Dorfbewohner-Zombies zurück in Dorfbewohner verwandeln kann. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Um einen Dorfbewohner-Zombie zurück zu verwandeln, müsst ihr natürlich zunächst einmal einen finden. Dorfbewohner-Zombies spawnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 5% anstatt eines normalen Zombies, eben zum Beispiel in der Nacht oder auch in Höhlen. Allerdings spawnen sie nicht bei Zombie-Spawnern. Das bedeutet, wenn ihr einen Zombie-Spawner habt und da irgendwie eine Farm bauen wollt oder sowas, dann könnt ihr ziemlich sicher sein, dass da halt keine Dorfbewohner-Zombies kommen, sondern die spawnen halt nur quasi natürlich, eben wie gesagt, wenn es dunkel ist, mit einer Wahrscheinlichkeit von 5%. Wenn ihr jetzt einen Dorfbewohner-Zombie zum Beispiel draußen rumlaufen seht und gefunden habt, solltet ihr ihn zunächst isolieren und in Sicherheit bringen. Und am besten baut ihr zunächst eine kleine Kammer zum Beispiel, wo der Zombie dann ein Dach über dem Kopf hat auf jeden Fall und vielleicht auch eingesperrt ist, damit er euch nicht die ganze Zeit angreift. Denn die Sonne wird auch die Villager-Zombies angreifen und das bedeutet, wenn die Verwandlung halt länger dauert und es schon Tag wird, dann würde er ja normalerweise verbrennen und das wäre natürlich richtig blöd, deswegen müsst ihr ihn halt ein bisschen beschützen. Wenn ihr den Zombie-Villager jetzt eingefangen und gesichert habt, dann braucht ihr für die Verwandlung nur noch zwei verschiedene Gegenstände. Zum einen braucht ihr einen goldenen Apfel, diesen relativ leicht zu craften, dafür braucht ihr einfach nur einen Apfel in die Mitte und dann drumherum einmal Goldbarren. Und was ihr dann noch braucht, ist ein Wurftrank der Schwäche, der ist ein bisschen komplizierter. Für den Wurftrank der Schwäche müsst ihr nämlich zunächst einmal natürlich einen Braustand haben und eine Blaze Rod, damit die quasi befeuert wird, also das ist ja quasi der Brennstoff dafür. Und dann braucht ihr einmal drei Wasserbehälter, sag ich mal, oder wie heißen die auf der, ich glaube drei Wassergläser, irgendwie so heißen die, auf jeden Fall packt ihr die da rein. Und dann braucht ihr ein fermentiertes Spinnenauge, das ist ein Spinnenauge zusammen mit einem Stück Zucker, was ihr aus Zuckerrohr bekommt, und dann noch einen Pilz. Und damit bekommt ihr eben das fermentierte Spinnenauge und das legt ihr dann in den Braustand mit rein und dann bekommt ihr den Trank der Schwäche, wenn das Ganze fertig ist. Wir brauchen allerdings den Wurftrank der Schwäche, denn den Trank der Schwäche an sich können wir dem Zombie leider nicht geben, weil er den ja nicht trinken würde. Und dementsprechend müssen wir noch einmal ein Schusspulver oben reinlegen, also dieses Gunpowder von den Creepern. Und dadurch wird dann aus dem normalen Trank eben ein Wurftrank gemacht und dann haben wir den Wurftrank der Schwäche. Und um die Verwandlung jetzt quasi zu vollziehen, müssen wir zuerst den Wurftrank auf den Zombie werfen. Das ist auch wichtig, dass er ungefähr trifft und dass der Zombie dann auch wirklich den Effekt abbekommt. Denn nur danach können wir ihm den Goldapfel verfüttern. Dafür gehen wir einfach zu ihm hin und machen einen Rechtsklick mit dem Goldapfel in der Hand. Und wenn das Ganze funktioniert, dann sollte der Goldapfel verschwinden und der Zombie sollte dann anfangen so zu zittern und damit könnt ihr quasi erkennen, dass die Verwandlung losgeht. Und die Verwandlung kann dann 2 bis 4 Minuten dauern, das bedeutet relativ unterschiedlich lang auch. Zum Beispiel 4 Minuten wäre natürlich schon einige Zeit, wo man dann quasi nur rumsteht und darauf wartet, dass er sich verwandelt. Allerdings könnt ihr zusammen mit Betten und mit Eisengittern, die in der Nähe platziert werden, die Verwandlung noch beschleunigen. Allerdings kann es da auch sein, dass ihr zum Beispiel, wenn die Verwandlung wirklich 4 Minuten dauert und ihr platziert dann Betten drumherum, dass sie dann nicht schneller ist als 2 Minuten. Aber wenn ihr zum Beispiel eine Verwandlung habt, die sowieso 2 Minuten geht, dann wäre sie halt noch schneller durch Betten und Gitter. Und wie gesagt, das müsst ihr jetzt eigentlich nur noch abwarten, solange bis er eben aufhört zu zittern und dann wird er sich nämlich auf einmal in einen Villager verwandeln. Und damit ist die komplette Verwandlung abgeschlossen und ihr könnt den Dorfbewohner-Zombie, der jetzt ein Villager ist, eben ganz normal wie jeden anderen Villager auch behandeln und mit dem Handeln und so weiter und so weiter. Und das war's eigentlich schon vom ganzen Tutorial. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt mal Hashtag Zombie in die Kommentare. Und vergesst nicht das Abonnieren, denn das geht auch schnell und einfach und hilft mir sehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.